Willkommen zurück, eine neue Folge Motorsportmanager. Wir befinden uns jetzt ja schon mitten in der Saison und stehen ganz gut mit unserem Team derzeit da. Haben allerdings noch so Performance-Schwierigkeiten gerade im Qualifying. Das nächste Rennen wird jetzt in Mailand sein, mit Höchstgeschwindigkeitsverzögerung und Kurven, hohes Tempo, also Hochgeschwindigkeitsstrecke. Mal sehen, wie wir da zurechtkommen. So, dann schauen wir doch mal Interview. Ja, das ist immer das Gleiche. Da ändert sich nicht viel. Die kommen dann eh gleich wieder hoch mit ihrer Moral. Oh, bei der Boxencrew, da müssen wir irgendwie was machen. Können wir neue Leute noch einstellen, die besser sind als unsere derzeitigen? Nö. Da ist nichts mit dabei. Aber wir müssen hier tunlichst was austauschen. Okay. Wir haben hier jemand, der gut mit den Reifen umgehen kann. Brauchen erstmal jemanden, der gut auftanken kann. Das wäre hier der Fall. Dann haben wir was mit Reparieren. Das ist eigentlich erstmal egal. Wir nehmen sogar den mit dem Wagenheber, weil die beiden Wagenheber hier oben sehen noch ganz gut aus. Dann hätten wir hier nochmal einen mit Auftanken oder Reifen wechseln. Wie sieht es denn mit den Reifenwechseln aus? Der muss auf jeden Fall mal pausieren. Hier haben wir auch 25, 22 und 25. Das heißt, die drei müssten noch ausgewechselt werden. Wir haben aber nur noch zwei zur Verfügung. Ja. Den auf jeden Fall wechsle ich mal hier mit aus. Da haben wir eine 13. 22. Ich muss, glaube ich, so auswechseln. Wir haben jetzt hier einen, der 22 halt hat, ne? Der hat dann bei der Fehlerquote 0,6%. Der hat sogar 0,9. Anders geht es jetzt erstmal nicht. Er hat die Boxencrew, das ist schon ziemlich anspruchsvoll, was unsere Boxencrew abverlangen. Ich würde ja gern mehr einstellen, aber ich habe nur fünf, die sich erholen können. Alle anderen müssen schuften und das sind halt nun mal insgesamt 10, 14 Stück bei nur fünf Ersatz. Das ist ein bisschen blöd, ne? Dass man die Ersatzleute halt nicht oder dass man sich nicht mehr Ersatzleute nehmen kann. Sind ja dann einfach unsere Kosten, aber okay, ist halt limitiert. Deswegen werde ich versuchen, bei den Abstimmungen in diesem Jahr eine durchzubringen, mit einer geringeren Boxencrew. Was dazu führt, dass die Boxenstops länger werden. Was aber gut für uns ist, weil dann das Nachtanken noch mehr in den Fokus rückt, wenn der Nachtanker auch noch die Reifen wechseln muss und so. Gut, weiter geht's. Wir kriegen neue Sponsoren. Das gucken wir uns dann gleich mal an. Hier wollen wir aber zuerst nochmal schauen, wie sieht es mit unseren Teilen aus. Okay, die werden einen Tag vor dem Rennen fertig. Das heißt, ich kann diese Getriebe dann direkt schon im Rennen einsetzen. Das ist sehr gut. Und dann haben wir nur noch die neuen Teile zum Verbessern für nächstes Jahr. Das heißt, die Bremsen und hier das Getriebe. Okay, welche Teile haben wir denn im Bau? Ein Motor, alles klar. So, das müsste jetzt genügend von den Sponsoren sein. Genau. Was haben wir hier Feines? Dritter, Dritter oder Vierter werden. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das erreichen. Deswegen nehmen wir hier gleich mal die 3 Millionen. Die bringen sowieso am meisten. Sehr gut. Und dann eins, was
pro Rennen Zahlung gibt. Und ich denke, da ist Infinity mit am besten, weil die geben hier 1,25 Millionen pro Rennen. Da sind wir bei 6 Rennen schon bei ganzen 7,5 Millionen und noch 750.000. Das hier ist ein bisschen mehr, würde uns aber auf 15 Rennen verpflichten. Da nehme ich lieber das und habe dann nochmal die Auswahl. Hier ist sowieso schlechter. Sehr schön. Da haben wir 4 Millionen auf der hohen Kante. Ein bisschen sparen ist nicht schlecht. Deswegen geht es jetzt hier mit den ganz normalen Sachen weiter. Okay, der Motor ist fertig, weil den wollen wir ja jetzt eh nochmal verbessern. Das heißt, direkt ein neuer Motor, der ja wieder einiges kosten wird. 1,5 Millionen. So schnell ist das Geld wieder ausgegeben. Und wir können jetzt auch ohne Probleme schon die neuen Getriebe einbauen. Und zwar hier oben. Zack und zack. Neue Getriebe. Das passt soweit. Das Getriebe hat halt, ist sogar noch besser in der Beschleunigung auf sehr weich und ultra weich. Allerdings ein bisschen weniger in der Zuverlässigkeit. Deswegen müssen wir es hier auf 100% hochbringen. Und wir schauen mal in unserer Fabrik. Wir haben jetzt nichts mehr, was bei der Zuverlässigkeit verbessert werden muss, sondern wir gehen jetzt voll auf die Leistung. Da können wir. Es macht gar nicht so den Unterschied jetzt. Gut, dann können wir den weiterarbeiten lassen. Vielleicht kriegt er dann noch ein paar Erhöhungen bei den Sternen mehr. Mal sehen. Ja, wir fokussieren uns erstmal auf die beiden Getriebe, die eingebaut sind, und danach kommen die beiden Bremsen und die beiden Getriebe dann später dran. Okay, damit haben wir alles. Das Hauptquartier braucht noch 2 Wochen, bis der Simulator fertig ist. Dann haben wir hier auch. Was war der Simulator gleich? Hier, Heckflügelverbesserung. Und die Fabrik braucht eh noch 37 Wochen. Gut, dann geht's los zum Italien Grand Prix nach Mailand. Zehnter oder besser wäre jetzt unser Ziel. Dritter ist, denke ich, nicht erreichbar. Auch wenn wir hier eine gute Strategie mit einem Einstopp hinbekommen können. Ich gehe auf den 10., da haben wir mehr Möglichkeiten. Hier werden wir wahrscheinlich gar keine mittleren Reifen benutzen müssen. Deswegen gehen wir hier voll auf die Weichen. Und dann kann es losgehen. Mal sehen, wie wir performen in Mailand. Und vielleicht können wir über die Strategie doch wieder Punkte irgendwie einheimsen. Wenn wir natürlich dann den dritten Platz haben, würde ich mir in den Hintern beißen und habe dann Millionen verschenkt. Aber ich nehme lieber das sichere und Platz 10 sollte ja möglichst drin sein. Haben wir jetzt in dieser Saison fast immer erreicht. Ich glaube in Deutschland halt einmal nicht. Aber ansonsten hat es eigentlich jeder erreicht, mal auf den 10. Platz zu kommen. Deswegen nehmen wir das jetzt als sicheres Boot. So, okay. Feedback passt. Ihr startet dann definitiv mit den weichen Reifen. Hier machen wir halt bei den Flügeln nur ganz wenig mehr. Harte Übersetzung und mehr Geschwindigkeit. Natürlich weiche Reifen. Ihr sollt dann schön mit den im Rennen auch fahren. Und dann schauen wir das uns doch mal an. Training geht los. Beide auf die Strecke. Qualifying machst du jetzt 3 Runden. Und du machst Rennen 3 Runden. Los geht's. Raus mit euch.
Und dann gebt ordentlich Gas, dass wir hier viel Wissen akquirieren können. Es soll komplett trocken bleiben. Hier in Italien, wie warm ist es eigentlich? Nur 15 und 16 Grad, das ist sehr kalt. Das ist wirklich sehr kalt. So. Mal sehen, wie das auf den kalten Bedingungen für unser Auto so funktioniert. Beide werden jetzt reinkommen. Okay. Wir werden mit beiden Strategien hier maximal auf Stufe 2 kommen. Mehr wird's nicht. Hier kann ich sogar noch ein Stück runtergehen. Das ist interessant. Das heißt, du gehst wieder 3 Runden Qualifying. Zweiter Reifensatz. Los geht's. Und hier ist das Fahrverhalten nicht gut. Gehst du halt mal ein bisschen höher. Mal gucken, ob das in der Weise funktioniert. Ansonsten machen wir das im Qual. Ah, jetzt habe ich die falschen Reifen gewählt. Naja. Ist okay. Fährst du halt nochmal auf den schon angefahrenen Reifen. Macht auch nichts. Wir werden auf jeden Fall Stufe 2 im Rennen und im Qualifying Trim erreichen. Das ist das, was wir hinbekommen können in der kurzen Zeit des Trainings. So, dann holen wir dich schon mal rein. Dann können wir nämlich hier noch eine Runde testen, ob das, ja, Setup passt. Dann gleich noch mal raus. Und bei ihm passt da das Setup, passt auch. Schauen wir gleich noch mal. 95%, okay. Lassen wir so. Perfekt. Gut, ja, es reicht halt leider nicht ganz für die beiden Setups. Da bräuchten wir 1, 2 Minuten mehr. Dann würde das ausreichen. Aber okay. So, Qualifikation. Mal sehen, ob wir es schaffen in die Top 10. Das ist ja derzeit in dieser Saison unser Mango, das Qualifying. Da haben wir jetzt wirklich immer so unsere Probleme gehabt. Setup passt. Dann raus mit euch beiden. Ich bin gespannt. Ja, wir werden wieder 2 Runden hinbekommen. Ich gehe davon aus, dass auch die Konkurrenz 2 Runden hinbekommen kann, weil die Runde jetzt ziemlich kurz ist. Von der Rundenzeit her. Okay, Aufwärmung hat hier schon mal ganz gut funktioniert. Hier ist ein bisschen die Bremse überhitzt, aber das war meistens nicht das Problem. So, er ist noch schön an den anderen vorbeigekommen. Und auch Carreras hat freie Fahrt. Wir schauen mal, wo wir rauskommen. 20,4 im ersten Sektor und Gonzales gleich mal eine halbe Sekunde schneller. WTF sind die schnell. Das ist unglaublich. Hier nochmal 3 Zehntel aufgebrummt bekommen.
So, und dann haben wir hier eine 105041 und 104730. Und wir sind erstmal 18 hinter Gonzales. Das ist echt übel. Ja, mal gucken, ob Rang 10 möglich ist. Sharp und Surikov sind vor uns, aber Bergmann und Vigdal sind hinter Monarolo vorerst. So, wir schicken unsere Fahrer direkt wieder raus zum zweiten Stint. Interessant, dass Carreras 9 bis 11 Runden fahren kann, Monarolo nur 8 bis 10. So, Monarolo auf Platz 9, Carreras auf Platz 12. Also es wird jetzt ein Kampf mit Bergmann und Vigdal werden um diesen 10. Platz. Die anderen sind, denke ich, zu weit weg. Es wäre schön, wenn wir hier so 2-3 Zehntel vielleicht irgendwie noch rausholen könnten. In diesem zweiten Stint. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich bin gespannt. Oh, Reifenaufwärmung war perfekt und hier war sie fast auch perfekt. Aber das hat manchmal nichts zu sagen, ne? Da kannst du perfekt das Zeugs aufgewärmt haben und die fahren trotzdem langsamer als zuvor. Wir werden es gleich sehen. Ja, beide mit persönlicher Bestzeit im ersten Streckenabschnitt. Zweiter Streckenabschnitt, Monarolo, sehr schön hier, fast auf dem Niveau von Gonzales gewesen, im zweiten Sektor gesehen. Und Carreras kommt jetzt über die Linie, Platz 10 vorerst und Monarolo hat die drei, beide haben drei Zehntel rausgeholt, Platz 6 und Platz 10. Jetzt bin ich gespannt, was die anderen hinbekommen. Allerdings sehe ich hier, dass Clark Smith nicht rausgefahren ist, das heißt, der wird hinter uns bleiben. Somit müssten wir Rang 10 eigentlich schon sicher haben, mit einem unserer beiden Fahrer. Mal sehen, Bergmann verdrängt noch Carreras auf Platz 11. Gonzales haut nochmal eine Runde raus hier, da lässt sich das nicht nehmen. Da will die Pole, war auch notwendig, sein Teamkollege hätte sie sonst genommen. Ja, und das sieht erstmal so aus, als würden wir auf Rang 6 und Rang 11 bleiben. Schönes Ergebnis. De Graaf kommt jetzt hier noch. Der könnte noch uns gefährlich werden. Alle anderen sind zu langsam. Ja, De Graaf hat es ganz knapp nicht geschafft. Okay, Platz 6 und Platz 11. Damit kann ich vollends zufrieden sein. Sponsorenziel erreicht, die ersten 200.000 in der Tasche. Mit dem anderen Sponsorenziel hätten wir jetzt noch nichts. Aber mal sehen, was von Platz 6 so möglich ist und von Platz 11. Und wie unsere Taktik jetzt gleich sein wird. Im Rennen. Das Rennen ja ziemlich kurz. Aber ich denke, wir könnten mit einer Einstoppstrategie hier einiges reißen. Mal sehen. Erstmal nach dem Wetter schauen, aber das müsste komplett sonnig bleiben. Ja. Also hier bleibt es trocken. Wir können jetzt nachtanken und weiche Reifen. Und hier könnten wir sparsam mit Benzin und nachtanken gehen. Bisschen Performance einbüßen. Dafür aber safe den Einstopp hinbekommen. Beide starten mit 7 Runden.
Die Frage ist halt, wenn ich beide versuche auf einen Stop zu setzen, werden sie sich höchstwahrscheinlich dann blockieren. Kommt ein bisschen drauf an, wo die in der auf der Strecke positioniert sind, aber wir werden es trotzdem probieren. Und gehen bei beiden mit einem Stopp ins Rennen. Planmäßig. Mal sehen, ob es funktioniert. Am liebsten natürlich, dass kein Safety Car uns in die Taschen oder ins Ergebnis spuckt, sondern dass wir hier wirklich gut vorankommen. Da hat schon einen nach draußen gedrückt, das war de Graaf. So, und wir werden jetzt natürlich vom gesamten Feld erstmal überholt, aber das ist halt immer so, wenn man diese Einstoppstrategie macht. Das heißt, da erstmal nicht verzweifeln. Wichtig ist nur, dass wir am Feld dranbleiben. So, mich wundert es, dass Monarolo nicht viel mehr Sprit sparen kann, obwohl er sparsam mit Benzin anhat, als Carreras. So, und das ist so ein bisschen das Problem, was wir jetzt haben, ne? Beide unsere Fahrer sind so nah beieinander, dass die dann eben Probleme bekommen werden beim Boxenstopp. Also der Hintere wird dann halt warten müssen. Aber das lässt sich hier nicht vermeiden. Außer ich hätte den einen halt auf eine Zwei-Stopp-Strategie geschickt. So. Also eine halbe Runde haben sie beide jetzt schon rausgeholt. Und Arolo ein bisschen mehr. Wir reihen uns jetzt gleich auf den letzten beiden Plätzen ein, ist aber auch okay. Ich bin gespannt, wie viele Sekunden wir durch den Boxenstopp dann rausholen können, den wir uns einsparen. So, Runde 5 fängt jetzt gleich an. Oh, und Monarolo fängt schon an, hier ein paar zu überholen. Finde ich gut. Carreras kann ruhig hier ein bisschen langsam hinterherfahren, dass er hier etwas Abstand zu seinem Vordermann gewinnt. Und die ersten kommen an die Box. So, wie viel Vorsprung haben wir denn vor diesen ersten jetzt? Das sind gerade mal 9 Sekunden, ne? Das ist krass, was die für ein Tempo an den Tag legen. Wir sind jetzt Runde 6. Okay. Jetzt kommen die nächsten an die Box. Vom Sprit her passt, da kann Monarolo sogar schon auf normal gehen. Ja, und die ersten hier, wie Lipponen, die haben jetzt schon fast den Boxenstopp rausgeholt. Da ist nur 6 Sekunden noch hinter uns. Das ist ziemlich dominant.
Aber wir fahren jetzt hier noch schön die eine zusätzliche Runde. So. Monarolo wechselt auf weich, wird vollgetankt. Sicherer Boxenstopp. Kann jetzt sogar schon ein bisschen hochfahren. Und Carreras wechselt wieder auf weich, wird vollgetankt. Passt. Ja, fahren noch ein bisschen was raus. An Vorsprung. Viel wird es nicht sein. 3 Sekunden. Schauen wir mal, wie viel er stehen bleiben muss. Ja, ungefähr 2 Sekunden hat es Carreras gekostet. Aber beide Boxenstops sehr gut gelungen. Und wir haben hier sogar noch Positionen gewonnen. Monarolo auf Platz 11 liegend. Und ich meine, der muss nicht mehr zum Boxenstopp. Die fahren jetzt beide durch. Und wir haben jetzt schon ein paar Positionen gewinnen können. Allerdings ist der Vorsprung von Sharp halt schon ziemlich groß. Also Lavoie und so, die werden wieder hinter uns fallen. Bei Sharp, Clark Smith, Larsen und so weiter, da gehe ich fast davon aus, dass die den Boxenstopp halt rausfahren und wir dann keine Chance sehen. Ja, Carreras ist ein bisschen zurückgefallen, jetzt 7 Sekunden hinter dem Teamkollegen. Hängt natürlich mit dem Boxenstopp zusammen, aber wenn er vor Monarolo gewesen wäre, hätte ich ihn halt vorgezogen. So sind halt beide gleichwertig. Und da muss dann einer ein bisschen zurückstecken. Ist trotzdem wahrscheinlich noch erfolgreicher, als wenn ich die Zwei-Stop-Strategie bei ihm angewendet hätte. So, wer eröffnet die nächste Runde von den Boxenstops? Hier, Clark Smith geht an die Box. Da wird es jetzt interessant. Noch kommt Monarolo vor ihm raus. Auch Carreras hat es noch geschafft. Aber dem wird er sich wahrscheinlich holen, weil das sind nur 3 Sekunden. Aber Monarolo könnte mit 12 Sekunden Vorsprung. Ich denke, das ist möglich, dass wir hier davor bleiben könnten. Das wäre möglicherweise ein vierter Platz. Mal sehen. Jetzt kommen die nächsten an die Box. Das sind die Führenden. Da werden wir gleich sehen, ob wir vor denen rauskommen oder nicht. Sieht nicht so aus. Aber die werden vor uns wieder rauskommen auf die Strecke. Ja, zumindest Lipponen schafft das. So mit Platz 9 und Platz 15 derzeit. Ah, jetzt kommt langsam die Riege. Ihr seht es um uns herum. Die werden jetzt alle an die Box gehen. Und auch Gonzales. Und der repariert sogar. Das wird etwas länger dauern wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ja, das dauert definitiv länger. Und schon sind wir auf Platz 4. Es sind aber noch 2 vor uns, die noch nicht gestoppt haben. Und Carreras auf Platz 8 derzeit. Ja, Gonzales hat durch das Reparieren sehr viel verloren. Also das ist hier natürlich gar nicht gut taktisch, wenn man hier reparieren muss bei dieser schnellen Strecke. Und dann kommen Surikov und Lavoie noch mit an die Box. Von hinten kommt natürlich Strambi immer näher. Jetzt kommt erstmal Lavoie. Jetzt wären wir sogar im Sponsorenziel von unserem neuen Sponsor. Da wäre es sinnvoller gewesen, den auszuwählen. Aber erstmal gucken. Noch haben wir den dritten Platz nicht nach Hause gefahren. Klar, Surikov wird noch an die Box gehen. Strambi kommt aber von hinten mit mächtigen Schritten. Der wird uns definitiv jetzt wieder überholen. Und dann ist die Frage, ob es Larsen schafft, noch an uns ranzukommen. Carreras muss sich halt jetzt gegen Sharp wehren. Das wird nicht lange anhalten.
genau das gleiche wie Monarolo. Jetzt den dritten Platz verliert, aber den halt hier wieder bekommt. Damit sind wir jetzt Platz 3 und Platz 6. Und ich glaube fast, das wird auch so ins Ziel gehen, wenn hier nichts großartig weiter passiert. Wie gesagt, nur Safety Car kann einen hier richtig ins Fettnäpfchen treten lassen. So, wir können sogar den Motor jetzt ein Stückchen höher stellen. Dann verlieren wir noch weniger Zeit auf die anderen. Und dann geht's in die letzte Runde. Schön gemächlich den dritten und den sechsten Platz nach Hause fahren. Nichts mehr anbrennen lassen. Und dann ist das hier ein sehr erfolgreiches Ergebnis gewesen. Klar, jetzt hätte man sagen können, hättest du den anderen Sponsor gewählt, hättest du jetzt 500.000 bekommen. So haben wir 400.000 bekommen, weil wir beide Ziele erreicht haben. Sind es halt 100.000 weniger, aber okay. Wer hätte es vorher ahnen können? Ich meine, am Ende waren wir eine Sekunde vor Larsen. Hätte auch noch anders ausgehen können, ne? Mit einem Safety Car oder so wäre das vielleicht ganz anders geworden. Sehr schönes Ergebnis. Podiumsplatzierung für Monarolo, Platz 6 für Carreras. Für Platz 6 gibt es leider keine Punkte, aber trotzdem, man muss bedenken, ne, am Ende waren das 10 Sekunden Unterschied. Gute 3, 4 Sekunden durch den Boxenstopp verloren. Und das hätte quasi den fünften Platz dann noch gemacht, aber okay. Die Einstoppstrategie war auf jeden Fall perfekt. Beide unsere Fahrer konnten sich verbessern. Und wir haben wieder 4 zusätzliche Punkte uns abholen können. Damit Monarolo jetzt weiterhin auf Platz 4. Carreras mit 6 Punkten auf Platz 9. Und wir sind immer noch auf Platz 3. Ja, Panther und Windsor Racing, die beiden bemühen sich hier an uns ranzukommen, aber irgendwie kriegen wir dann doch immer noch mal ein paar Punkte ab. Das heißt, es wird am Ende ein Battle um Rang 3 in der Konstrukteursmeisterschaft. Die ersten beiden werden die Meisterschaft unter sich ausmachen, das ist klar. Battle um Rang 3 und dann ein großes Battle um Rang 6, kann man fast sagen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht sogar schon Dritter in der Konstrukteursmeisterschaft dieses Jahr werden können. Unser Vorgesetzter wird äußerst zufrieden sein, gehe ich mal davon aus. Das definitiv. Und dann möchte ich hier ein paar schöne Verbesserungen sehen. Hier mal 2%, hier mal 2%, okay, aber hier, das ist halt schon 6%, 4%, das gefällt mir sogar noch besser. Die Geschmeidigkeit wird bald auf dem Level hier sein. Also hier sieht man, Ludovic kann eine Runde mehr fahren mit 16. Lia Monarolo hat jetzt 14. Die wird garantiert auch noch auf 16 kommen, bin ich fest davon überzeugt. Dann müsste das funktionieren. Ja, ich hoffe, dass Ludovic hier mit seiner Performance oder mit der Steigerung nochmal zulegen kann. Das dauert nämlich sonst sehr, sehr lange, bis der mal nach oben kommt. Aber mal sehen, er muss sich halt auch erst im Team so ein bisschen einfinden und so. Vielleicht hängt das auch noch mit dazu. Zusammen. Okay. Ja, Sponsoren. Sponsorengelder, diese 400.000 für Rennen und Qualifying, wunderbar. Ja, dann haben wir wieder einiges an Geld reingewirtschaftet. Sponsoren sind wir sogar auf Rang 1, die besten Sponsoren im gesamten Feld. Da müsste das Geld ja jetzt fließen. Ja, nächstes Rennen wird dann der Ardennen Grand Prix sein. Es scheint regnerisch zu werden im Rennen. Mal sehen, wie wir da performen können. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
wenn wir uns in die zweite Saisonhälfte nach Belgien begeben werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.